Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir die heiligen Statuen oder was waren. Oder ich glaube, es ist ein Abbild von unserer selbst. So sieht zumindest die große Statue in der Mitte aus. Haben wir jetzt alle vier, glaube ich, waren es, haben wir alle aktiviert. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns jetzt als nächstes erwartet. Ob uns die schwarzen Gestalten immer noch bösartig gesinnt sind. Die werden wir jetzt sehen. Aber ich sehe jetzt auch keine. Vielleicht sind die jetzt alle weg. Schauen wir einfach mal. Ich höre sie auf jeden Fall. Schnell den Sound anpassen hier. Okay. So. Die haben auf jeden Fall noch das lilane Feuer unter sich. Na, und sie tun es immer noch nichts. Okay. Soll mir recht sein, Leute. Soll mir recht sein. Komme ich hier schön smooth durch. Jetzt müsste ich ja eigentlich bald mal dort sein. Weil das ganze Ding, glaube ich, im Kreis geht. Das ganze Areal. Und wir sollten immer wieder zum Anfang kommen. Wenn wir in eine Richtung gehen. Ja, sag ich doch. Sehr gut. So, einen haben wir schon aktiviert. Und jetzt machen wir den Rest, würde ich sagen. Erhebe dich. Brauchst nicht mehr wegschauen. Oh nee, oder? Oh. Also den nächsten Freund verloren. Okay, und er ist versteinert. Okay, wenn ich mich jetzt bewege, will er ausbrechen. Ah, und er ist jetzt der Schwarze. Hat er seine Seele verloren? Tunst du jetzt was? Okay. Okay, hier gibt es kein Zurück mehr. Das ist doch Vater und Sohn, 100 pro. Das ist der Vater und der andere ist der Sohn, also das bin ich. Und das kann es gar nicht sein. Vielleicht sind die hier irgendwie gestrandet, gefangen genommen worden? Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt bestimmt bald rausfinden. Na, wo gehst denn du hin? Hoch. Okay, hier ist ein Siegel. Ah, jetzt lassen wir praktisch Licht in den Turm. Und damit sollten auch die schwarzen Gestalten dann Geschichte sein.
So, erste Siegel haben wir. Es gibt bestimmt noch weitere. Geh halt hier hoch, was ist denn da los? Mag ich hier nicht hoch, oder was? Warum magst du hier nicht hochgehen? Muss ich hier runter, oder was? Gehen wir mal hier runter. Aber das ist doch der Anfang jetzt wieder. Oder muss ich den Weg nochmal machen, oder was? Probieren wir es einfach nochmal. Okay, bei den Steinen komme ich anscheinend nicht hoch. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, komm hier nicht hoch. Okay, vielleicht gibt es denn hier unten was. Schauen wir einfach mal hier runter. Hier scheint es einen Kletterpunkt zu geben. Okay. Oh, er kann gar nicht mehr schreien, oder? Oh, er hat seine Stimme verloren. Und hier ist das nächste Siegel. Damit haben wir noch eins dann übrig. Was macht ihr denn? Warum geht ihr denn da nicht ran? Hochbalancieren. Okay, letzte Siegel. Okay, und wir sind wieder normal anscheinend. So.
sieht ja. Okay. War eigentlich die letzte Prüfung, oder? Oder? Aber hier geht's nur runter wieder. Muss ich jetzt runter? Muss ich runter oder was? Na. Okay, anscheinend schon. Okay, jetzt wird uns alles nochmal gezeigt. Leuchte komplett. Bin heilig gesprochen worden. Und ich denke mir, es wird jetzt auch, ich kann mir vorstellen, den letzten Abschnitt, dass wir jetzt den letzten Abschnitt freischalten. Aber hier geht's ganz schön tief runter, oder? Okay, schafft er. Wow. So. Aha. Jetzt sieht er seinen Sohn praktisch. Sind die vielleicht in so einer Art Parallelwelten gewesen? Das ist halt die Geschichte, wie sie halt zu der Insel gekommen sind. Sehr, sehr verwirrend alles. Sind wir jetzt in dem Turm? In seinem Zimmer vielleicht. Sehr trostlos. Okay, wird sein Vater sein. Hat er hier vielleicht so lange gewartet, bis er versteinert ist? Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir jetzt gleich. Können wir hier was machen? Okay. Nein!
Okay, das könnte das Zimmer sein von dem Jungen. Oder ist er der Junge? Ich weiß es nicht. Da ist ja auf jeden Fall der Turm. Oder, ich glaube, ich weiß, was es sein könnte. Wurde er, hat seinen Jungen verloren und wartet seitdem auf der Insel, bis er ihn wiederfindet, dass sie wieder hier weg können. Weil da hinten wäre ja ein Schiff. Okay, schauen wir. Da ist der Fuchs. Okay. Das Windrad. Ist bestimmt der Vater. Okay, hier können wir nichts machen. Sein verstorbener Sohn wahrscheinlich. Aber wenn der so ein Haus dort hat, vielleicht waren die auch bloß unterwegs, sind in einen Sturm gekommen und die hat seinen Sohn halt verloren. Könnte natürlich auch sein. Das ist der Umhang, der ganz am Anfang bei dem Sohn vorbeigeflogen ist, oder? Oder bei dem Kind? Ja, so ist es bestimmt. Also ich könnte es mir echt so vorstellen. Das ist die beste Erklärung, glaube ich. Oh, und wir haben es durch. Okay, Leute, nochmal kurz Revue passieren lassen. Ich glaube, dass wir mit dem Vater irgendwie unterwegs waren, fischen, keine Ahnung, irgendwas gemacht haben. Sind dann in den Sturm gekommen. Dort, mal wahrscheinlich die Musik ein bisschen leiser machen. Sind die zwei getrennt worden. Und der Sohn hat halt immer probiert, dann wieder zurückzukommen, sein Zuhause zu finden. Und der Turm war sozusagen der Anhaltspunkt. Wir sehen hier, er steht ja hier in dem Haus drin und schaut zu dem Turm. Also er ist auch nicht weit weg von dem Haus. Ich denke mal, dass das der Anhaltspunkt war. Aber so wie es aussieht, ist die Geschichte natürlich nicht gut ausgegangen. Mein kleines Resümee zu dem Spiel. Ja, es war nicht schlecht. Hat Fun gemacht. Auf jeden Fall, das Rätseln war schon cool. War sehr kurz, aber okay für den Preis. Sag ich mal, kann man jetzt kein extrem langes Spiel erwarten, aber so von der ganzen Machart und sowas war es schon cool gemacht, auf jeden Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Genau, dann würde ich sagen, ich schau mal, was jetzt dann demnächst noch kommt an Projekten. Zelda läuft ja jetzt gerade noch, wird auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen länger laufen. Würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn er da dabei bleibt. Und jo, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich sag noch nichts. Ich habe da schon eine Idee, aber ich sag noch nichts. Ihr werdet es bestimmt bald sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich wubbel mich mal weg. Ihr könnt euch den Abspann noch anschauen. Und ich wollte mich noch bedanken bei jedem, der mich hier bei dem Projekt unterstützt hat. Hat echt Spaß gemacht mit euch, Leute. Ihr habt echt super fleißig kommentiert. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch. So, okay, dann würde ich sagen, ich wubbel mich weg. Schaut den Abspann noch an. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi. Y así esté bien.